So, wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Irgendwie Zeug einsortiert und so weiter. Jetzt müssten wir. Gut, wir haben auch noch einiges im Inventar. Das würde ich gern mitnehmen. Was haben wir hier noch? Diadem der Schießkunst. Verkaufen, verkaufen. Gucken, was wir noch entzaubern können. Den Rest verkaufen war das, oder? Hab ich nicht Waffen ausgewählt jetzt? Kaiserlicher Bogen der Müdigkeit kann auch mal weg. Ja, mal noch ein bisschen hier aufräumen. Kann man das noch lernen? Jawohl. Ja, Strohziegenhorn, Lederstreifen können wir draußen noch reinpacken in die Truhe. In die Bautruhe, Hausbautruhe. Schwupp. Hausbautruhe. Sonstiges. Fackel, nee, 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 nee. Horrorzahn, ja. Den hauen wir da mal rein. Die Lederstreifen natürlich. Das Stroh und das Ziegenhorn. So, und dann reisen wir mal nach hier hin, gucken, was wir noch entzaubern können. Verkaufen den Rest, den wir nicht mehr brauchen. Und dann wollte ich ja mal schlafen gehen. Und gucken, ob dann die dunkle Bruderschaft kommt. Kommt, die dunkle Bruderschaft kommt. Ja. Mal sehen. Was er So hier viele so hat. Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die Schauborn. anderen großen Krieger? Das können wir alles schon. Gut, dann muss verkaufen. Hallo. In letzter Zeit hat es den Anschein, als Was würde habt ihr zu Zauber verkaufen? und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Ich kann vielleicht noch sonstiges. Ich habe nur die Seelensteine, die will ich ja behalten. Tötbekleidung, das Amulett, das will ich wegtun, verkaufen. Das große Diadem der Schießkunst. Die Diadem der großen Schießkunst. Achso, der hat nur 500. Ja, dann, ja. Bekommst du von mir nix. Wenn ihr die Ach entsprechende so, wir können ja Vergabe habt, natürlich zu solltet der ihr bei Antreffen der Diebesgilden Magier in Winterfell. Tussi gehen und das dort machen. Da haben wir eh 10% höhere Preise und die hat auch eigentlich genug Geld. Aber ich hatte das ja, glaube ich, nochmal mitgenommen, um zu gucken, ob wir die Verzauberungen alle schon haben. Irgend sowas in der Richtung war, glaube ich, dachte ich. Hatte ich noch so im Hinterkopf. Naja, egal. Jetzt raus. Hinunter. Dann können wir mal gucken, ob irgendwas dort sich hier getan hat. Ne, ist immer noch Ich leer. bin noch dabei, alles zu lernen, aber ich Na werde das gut. schon schaffen. Zersplitterte Flasche. So. Dann können wir noch bei der. Können wir noch mal schauen. An die Händler hatten wir schon Gnadenfrau geschaut, was es Jebos, gibt. was kann ich für euch tun? Die sitzen stehend da rum, Ich habe verkaufen. Hier ist Arbeit die für Alte. euch, wenn ihr den Willen Willkommen in dazu habt. unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachter aus Was dem habt ihr Haus. zu verkaufen? Etwas hiervon, etwas davon. So, und dann haben wir hier Waffen. Kaiserlicher Bogen der Müdigkeit, der kann weg. Spitzhacke, Zwergenbogen kann. Wie viel macht der Bogen der Nachtigall? 37, der Zwergenbogen macht 34. Weg. So, Bekleidung. Großes Diadem der Schießkunst kann weg. Diebesgildenhandschuhe, Diebesgildenkapuze, Diebesgildenstiefel, Lederhelm der Zerstörung. Zaubertränke können wir noch gucken. Gegenstände werden 16 Sekunden lang. Das könnten wir irgendwann mal noch brauchen. Bis Stufe 8 haben wir garantiert nicht mehr. Magika mache ich eh nie drauf. Das könnten wir vielleicht noch. Den Frostschaden werde ich nicht drauf machen. Vielleicht, obwohl das benutze ich eigentlich auch nie.
Schwaches Gift, Gift der Erzürnung, Stufe 5, nee. Magika, Gift brauche ich auch nicht. Frostresistenz, Magieresistenz, ja, kann man nehmen, aber ich benutze das eh nie, von daher spammt mir das nur mein Inventar zu. Einhandwaffen mehr Schaden, okay. Bögen mehr Schaden, das kann man noch. Unsichtbarkeit kann man gebrauchen, Ausdauer, Frostresistenz haben wir wieder. Ausdauer, Magika brauche ich auch nicht wirklich. Gesundheit, Heil. Gesundheit, Heilung, Krankheitsheilung, das ist gut, das kann man mal noch verwenden. Magika brauche ich nicht. Gesundheit regeneriert sich schneller, bababab, starken Heilern, Magika, nein, huch. Der Stärke, Tragfähigkeit, achso, Draht um 20 Punkte erhöht, ja, weg damit. So, und dann hat die doch schon kein Geld mehr. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich Geld? Saat ist Huch. bei. Macht nur 28.000, ist ja Karawan fast nix. droht euch. Macht nur keine Dummheiten, wenn ihr dort seid. Ah ja, stimmt, die Karawanen. Im Morgengrauen. Bring die Steine. Licht aus. Was? Windhelm, Mörder untersucht. Nee. Ist das hier drin bei Verschiedenes? Ah, hier, ja, genau. Bringt Risat, Morgen Mondzucker. bekommt ihr das restliche Geld. Das machen wir jetzt mal. Das war merkwürdig. Kostete 100 Septime So. mehr, als ich erwartet hatte. Ab geht's. Rifton. Und dann schauen wir doch mal, wo wir dafür hin müssen. Nehmen wir die Weltkarte bitte. Hinüber müssen wir. Hui, ist ja die andere Ecke der Welt. Zum Glück haben wir da direkt daneben einen Reisepunkt. Ausgezeichnet. Da müssen wir dann gar nicht weit laufen hier. So. Dup, 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 dup. Oh, ein Vogelnest. Hallo. Ah, hier sind sie schon. Blöpp. Moin, moin. Ihr redet mit uns, als ob ihr uns kennt, Fremder. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ich habe ein Angebot der Diebesgilde. Ja, ich habe gehört, dass die Gilde wieder mächtiger wird. Ich habe Ein gehört. Bündnis wäre für beide Parteien von großem Vorteil. Vorteil. Ich denke über das Angebot nach, muss es aber erst mit den anderen Karawanen besprechen. Das Okay. ist kein Wie sieht's mit dem Ah, Mondzucker aus? Zucker. Ich da bessere Ich wagte Chancen? es an euch. Ich bin über das Angebot erfreut und nehme es an. Teilt den Anführern eurer Gilde mit, dass, wenn ihr Huch. unterwegs einmal auf eine unserer Karawanen stoßt, bezahlen wir euch gerne eine nette Summe für eure gestohlenen Waren. Alles klar. Warum verkauft ihr die Warne Eine Himmelsrand? scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein Huch. kaltes, hartes Land. So ist Ein das. weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer Aha. jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Alles klar. Richtet Tonilia einen schönen Gruß von mir aus. Moin, Es gefällt mir dieses Brand Marandrucho. etwas. Khajiit ist nur eine Wache und hat nichts, Katschla. einige wollen kaufen. Khajiit heißt euch Aber willkommen. dieser Ort birgt viele Schönheiten. Nein. Ja. Wasserfälle. Zum Beispiel. Gut, das war's ja. Dann müssen wir die Quest wohl nur noch abgeben, nicht wahr? Ich hoffe, das war's dann. Dann. Hallo? Kannst nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind? Na, wo Möge kommt denn die jetzt schon wieder ein Sonne Drache euren Weg geflogen? bescheinen, Freund. Hallo? Wo ist denn hier ein Feind? Ich sehe hier keinen Feind. Die machen Beschiss. Hallo, Feindi! Ich sehe niemand.
Naja, dann laufen halt noch dann über und entdecken noch den irgendwas, was hier so in der Nähe ist. Die Mine dort zum Beispiel. Ah, jetzt hat er es geschafft. Ich dachte es mir doch schon fast, dass es ein Drache ist. Hey Drachi, was soll denn das? Dass man dann immer direkt nichts mehr sieht, ist auch so krass. Wo kann ich denn jetzt hier am besten? Macht denn der da? Hey! Idiot. Greift er mich ja noch an, ey. Soll denn der Käse? Abgeschworener. So, und jetzt? Drachili, was machen wir nun? Plünderer, warum greift ihr mich denn an? Greift lieber den Drachen an. Ich glaube, um den solltet ihr euch mehr Sorgen machen. Ach komm, erzähl doch keinen Scheiß. Zack, in den Arsch. Again! Abgeschworenen Bogen. Oh, Giftrezept, Gesundheitssenken, nice. Ausdauer, Stahlpfeil, abgeschworenen Pfeil ist auch so scheiße wie der. Wie der Fallmehrpfeil. Crap, ey. Noch einer abgeschworenen Axt. Was sind denn das für. Hallo Drachi, was machst du eigentlich da unten? Willst du wieder Schlammkrabben grillen? Oh hi. Oh, so direkt wieder losgeflogen. Komm, sei ruhig. Geh doch weg, Mann. Soll der Mist. Doofer Wagen hier. Oh, hi. Drachi. Na komm. Ja, Mann, kritisch. Ah. Das war nix. Drachi! Wo ist er denn Netze? Ach, der hängt dort oben. Ja, toll. Ich sehe nichts, mein Gott. Scheiß Feuerdrachen, ey. Wo ist er hin? Da hinten. Oder ist jetzt wieder ein anderes Ziel gesucht, oder was? Doofer Drache. Kann aber daherkommen. Ja, toll, er ist weg. Ach, dort ist er. Was macht er denn da oben eigentlich? Hat er denn jetzt wieder gedacht? Ne, jetzt kommt er wieder her. Was war denn das jetzt? Für einen Sturzflug. Oh, ein Bär. Und noch irgendwas anderes, wie es aussieht. Nee, er greift den nur hinterrücks an. Blödes Vieh. Stirb, Mann. Rennt er hier auf mich zu und versucht mich hier wegzu. Nix da, mein Guter. Stopp. Ich will erst noch Drachenknochen, makelloser Stahlpfeil, abgeschworenen Pfeil.
rutscht da runter. Gib mir deine Seele. Nom, 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 nom. Drachenseele. Lecker Drachenseele. So, jetzt gucken wir der Nachtigall wieder ran. Wenn wir jetzt einmal hier oben sind. Ah, da ist der Wächterstein. Können wir nämlich gleich noch zu dem hingehen. Und den uns schnappen. Oh, hier ist eine Quelle. Hallo Quelle. Die Quelle quillt. So, was haben wir denn hier von Stein? Der liebenden Stein, alles klar. Na, wenn dem so ist, was ist denn hier? Wacholder. Alles klar. Da geht's hinunter. Da wollen wir aber nicht runter, sondern wir wollen. Jetzt müssen wir erstmal das Drachengedöns ablegen. Weil das uns ja wieder schön unser Inventar zugemüllt hat. Super. Hallo Pferd. Warum hast du rote Hufe? Ach, das sah nur so aus. Ab ins Haus. So, die Drachenknochen. Und was hat man noch? Bärenpelz und die komischen Edelsteine. Mal alle reinschmeißen, immer fix. So, sonstiges. Drachenknochen. Dann hatten wir hier die Pelze, oder? Ja, genau. Sonstiges. Höhlenbärenpelz, genau. Achso, wir hatten ja auch noch die Klauen. Zutaten. Ja, Bärenklauen, genau. Wacholder. Und hier noch die Edelsteine fix rein. Dann gehen wir die Quest ab. Granatstein. Makelloser. Okay, das war's. So. Wenn wir einmal hier sind. Ach, hier haben wir noch keinen. Haben wir hier schon ein Bett in dem Haus? Hatten wir schon ein Bett gebaut? Ich weiß es gleich gar nicht mehr. Ich glaube noch nicht, oder? Ah, too bad. Kein Bett. Na gut, dann schlafen wir das Liebesgilde. Ist ja auch kein Problem. So. Rüber wollen wir. Na, na. Komm schon, Liebesgilde. Yep. Und da haben wir jetzt auch die Khajiit-Karawanen auf unserer Seite. Und hinunter. Hinein. Zack, zack, zack. Dum, 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 dum. Zack. Ansonsten hat... Tut mir leid, Dörschen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Ich bin der Gildenmeister, der sagt zu mir, tut mir leid, Dörschen. So, Kollegin. Arbeit sucht, sprecht mit Vex oder Delvin. Da gibt es immer was zu tun. Die Abmachung mit Risaat ist klar. Zack. Gut. Ich werde einige meiner Leute kontaktieren, damit sie gleich ein paar Lieferungen vorbereiten. Was meint ihr, meine Liebe? Gut gemacht. Hier habt ihr etwas für all eure Mühen. Dankeschön. So, blöpp. Also gut. Habt ihr noch was zu erzählen eigentlich? Eine Freude, Boss. Was kann ich für euch tun? Warum steht denn das immer noch hier mit den Sonderaufträgen? Und noch die Gilde. Ich lass nochmal durchklicken. Vielleicht hat er noch irgendwas Interessantes zu erzählen, wenn man das alles angehört hat. Aber das haben wir ja alles schon mal angehört. Ich frage mich, warum das jetzt wieder steht drin, wieder drin steht. Wenn ihr anderen Gildenmitgliedern. Ich muss wohl noch etwas verbuggt oder so. Ich die Gilde. Ich werde, ja, wenn bla bla bla, okay. Begegnet, ich habe gehört, dass ihr zusätzliche Aufträge habt. Da kann man immer noch... Achso, kann man immer noch diese komischen Aufträge machen, obwohl es nichts mehr bringt. Na gut, dann gibt es bei denen jetzt nichts mehr Interessantes. Rattenweggewölbe. Dann, ach, das war natürlich komplett falsch. Da wollen wir nicht hin. Wir wollten... Ich gehe andauernd aber durch diese falsche Tür durch. Da hinüber wollte ich.
in die Zisterne. So. Und mich ins Bett legen. Eine Stunde. Zack. Dachte ich doch. Gut geschlafen? Was ist das denn? Wo bin ich denn hier? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, hm? Das ist der Astrid. Woher weißt du davon? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Sträuche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Was denn für ein Problem? Seht ihr? Dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Okay. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Also soll ich jemand anders morden? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Okay. Aber wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Na super, eure Wahl, ein Rätsel. Ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Boah, ist die brutal. Schweigen. Soll ich euer Schweigen als Einwilligung verstehen? Dann wisst ihr also, wo wir stehen. Tötet euer Opfer und wir sind quitt. Das Begleichen eurer Schuld ist nur einen diskreten Messerstoß entfernt. Wer solche Freunde hat, okay. Was ist denn hier passiert? Doofe Schaufel. Mann. Knall nicht so rum. Oh, die Truhe ist leer. Huch. Leer, leer, leer. Alles leer, ist ja langweilig. Hallo, hallo? Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, ja. Lasst mich gehen. Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Keine Angst, ihr könnt mir vertrauen. Na gut, möglich wär's. Ich verdinge mich jetzt schon seit Jahren als Söldner. Ein Söldner. Ich habe eine Menge Leute getötet. Könnte schon sein, dass ich da jemand rächen will. Aber ihr werdet mich nicht töten, oder? Wer seid ihr? Ich heiße Fultheim. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Naja. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Okay. Was habe ich getan? Was ist mit dir? Nehmt mir diese Sachen ab! Wer seid ihr? Geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Wie bitte? Schon gut, sagt's mir aus. Ich lebe als Frau mit 6 Kindern und ohne Ehemann in Himmelsrand. Ich habe weder die Zeit noch die Geduld, nett zu sein. Sehen mich manche Leute mit herablassenden Blicken an? Habe ich mir Feinde gemacht? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Mhm. Ich habe keine Zeit. Und du? Immer das auch ist. Wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Wer seid ihr denn? Ah, Vaja. Zu euren Diensten.
Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Okay. Mich? Ist das euer Ernst? Na los. Erzähl. Lacht doch doof. Die wahre Frage lautet, würde jemand dafür bezahlen, mich zu töten? Abermals. Wenn ein Tag vergeht, ohne dass mich jemand auf der Straße ausweiden will, bin ich enttäuscht. Okay, den bringe ich um, auch wenn die alte Hexe da... Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mit...